Das ist Greenwashing. Nein, das ist nicht. Nur weil du es nicht verstehst, ist es Greenwashing. Ich glaube es nicht. Um zu verstehen, wie das in der Praxis aussieht, muss man gar nicht weit gucken. Ich habe mich hier auf den Bühnen mal ein bisschen umgeguckt. Christian Sewing spricht hier von der Deutschen Bank, Vorstandschef. Da war ich auch auf der letzten Hauptversammlung, habe da auch gesprochen. Und da hat Christian Sewing erklärt, man wolle aus tiefster Überzeugung auf den globalen Wandel zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaft mit hinwirken. Super. Was sagen die Zahlen? Aktuell ist die Deutsche Bank weltweit in den Top 25 der Banken mit den größten fossilen Investitionen. In den letzten 7 Jahren, das ist der Zeitraum, seitdem wir das Pariser Klimaabkommen haben, seitdem man weiß, Kohle, Öl und Gas, es muss zu Ende gehen, in genau diesen 7 Jahren hat die Deutsche Bank Kredite in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar an Total gegeben. Das ist doch nicht schlimm. Gott, was sagt sie denn da? Jetzt wird es echt abenteuerlich. Nur weil die Deutsche Bank 1,8 Milliarden an Total vergibt, einem Energieunternehmen, betreiben die doch nicht Greenwashing. Was, wenn Total die 1,8 Milliarden zum Ausbau der erneuerbaren Energie verwendet? Ich fahre Elektroauto und ich habe neulich an einer Total-Tankstelle getankt, Elektro. Wahrscheinlich, weil die mit diesen 1,8 Milliarden Investitionen irgendwie als Darlehen dann umgebaut wurden oder überhaupt ausgebaut wurden. Wie soll denn der Wandel gelingen, wenn man nicht denen, die schmutzig sind, hilft, da rauszukommen? Da sagt sie jetzt nichts dazu, aber generalisierend, und die sind schmutzig. Dreckigsten, gefährlichsten Ölkonzerne weltweit. Aktuell baut Total die längste beheizte Ölpipeline der Welt in Uganda, mitten durch einige der wichtigsten und bedeutsamsten Naturschutzgebiete Afrikas. Ich verstehe. Also, man darf einfach jeder, der irgendwie mit Öl zu tun hat, ist einfach schmutzig, egal ob er sich wandelt. Einfach mal, ja, ich verstehe. Mehr Mut zum Pauschalurteil. Das ist okay. Ja, Polen klauen, Türken stinken und alle Deutschen sind. Machen wir weiter. Es gibt noch eine Tochter der Deutschen Bank, DWS, die haben Ökofonds für Menschen mit wirklich grünem Gewissen. Ja, oder auch nicht. Stellt sich heraus, allein im letzten Jahr hat DWS klimaschädliche Aktien im Wert von fast 1 Milliarde Euro scheinbar gekauft. Das ist nicht nur falsch. Das ist nicht nur falsch, sehr richtig. Das ist ein rhetorisch ganz mieser Trick, liebe Luisa. DWS, du erwähnst nur beiläufig jetzt gerade eben das Wort scheinbar, und in der Einblendung von dem Artikel vom Spiegel, von diesem Screenshot des Spiegels, steht eindeutig zweimal drin, Deutsche Banktochter soll, und in der Headline drüber, also in der Subhead, steht Greenwashing Verdacht bei DWS. Also ist beides nicht bestätigt, aber du haust das jetzt einfach mal so voll drauf, und schaffst damit einen Faktor und nimmst das als scheinbar weiteres Greenwashing-Argument. Okay. Potenziell kriminell, zumindest schaut sich gerade das Bundeskriminalamt dort um. Ist noch da? Siemens Energy, Joe Keser ist da. Mein Lieblings-CEO. Zuletzt hatte der mir dankenswerterweise einen Aufsichtsratsposten bei Siemens angeboten. Liebe Grüße. Ja, selten ein Nein so wenig bereut. Und auch Siemens Energy, die möchten ganz, ganz dringend was zum Klima machen. Man hat sich eine ambitionierte Dekarbonisierungsstrategie auferlegt. Ja, was sagen die Zahlen? Allein die Produkte, die Siemens Energy letztes Jahr verkauft hat, in einem Jahr, werden über ihre Lebensdauer ca. 16 Mal so viel Emissionen produzieren wie alle RWE-Kohlekraftwerke in einem kompletten Jahr. Komplett aus weltweit dem Kontext, ist Siemens super aktiv. Und jetzt zurück im zum Bau Siemens, von, hat sich mit Siemens Energy zu tun? Neuen Gaskraftwerken, neuen Pipelines, genau. Neuen Gasfelder, sei es in den USA, in Mosambik, in Nigeria oder Brasilien. Klar, sollen die doch alle ohne Energie leben? Sollen die einfach dumm bleiben, uns, solange es uns hier gut geht? Was ist das für eine Geisteshaltung, was für ein Menschenbild? Wir leben, noch ganz kurz zur Erwähnung, wir sind 1,5 Milliarden Menschen in der entwickelten Welt und 6,5 Milliarden Menschen leben in der noch zu entwickelnden Welt. Und die wollen auch mal eine Heizung haben, die wollen auch
ja, Sicherheit haben. Die wollen nicht hungern. Und das ist auch sehr wichtig, weil das ist auch Klimaschutz. Nur wenn ich nicht mehr hungern muss, wenn ich partizipieren kann, fange ich erst an, Müll zu trennen und nicht alles in den Ganges zu werfen oder wo auch immer. Meine Fresse, ist das ein Bild. Okay, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, yep, und dann ist da noch Audi hier, Premium-Partner. Super, muss man nicht so viel zu sagen. Audi und ihre Kumpels aus der Automobilwirtschaft, die haben ja praktisch mit dem Dieselskandal die Mutter aller Greenwashing-Kampagnen ins Leben gerufen, hochprofessionell und hochgradig kriminell. Da hat nicht ein Praktikant den PowerPoint-Öko-Booster gedrückt. Nee, da hat man Kundenbetrug von industriellem Ausmaß begangen. Man wollte den Kunden so sehr erklären können, dass es doch besser wird, dass es doch grüner wird und nach. Okay, Audi und Dieselskandal. Selten schlechter präsentiert und aus dem Kontext gesehen. Ja, es war falsch und ja, sie wurden bestraft. Die Motivation war aber eine ganz andere, als Luise hier hineininterpretiert, aber es scheint ihr ja egal zu sein, postfaktisch. Alter. Man wusste das ja auch, das wurde alles ein bisschen öffentlicher mit der Luftverschmutzung. 7 Millionen Menschen sterben weltweit pro Jahr in der dreckigen Luft, das ist schon viel. Okay, vielleicht muss ich es doch erklären, ich wollte es eigentlich nicht erklären, aber also ich erkläre es mal schnell. 7 Millionen Menschen sterben weltweit an der dreckigen Luft. Der Zusammenhang kann aber hier nicht zum Auto hergestellt werden. Der Großteil sind Zigarettenraucher. Ob die Marke Remsmal rauchen, liebe Luisa, weiß ich nicht. Aber der Zigarettenrauch ist der größte Grund. Und der Grund der Feinstaubbelastung in der Luft geht nur zu 19% auf den Straßenverkehr. Da allerdings nicht wegen des Verbrennungsmotors, wie auch das Umweltbundesamt schon erklärt hat, sondern durch den Abrieb von Reifen und Bremsen. Aber gut, das Verklären der Realität scheint dir mehr Spaß zu machen. Warum wohl? Wahrscheinlich, weil man sonst nicht zur gedachten Schlussfolgerung kommt, die man sich so fest vorgenommen hat, gell? Das wollte man denn so gerne irgendwie erzählen können, dass es besser wird, aber man wollte halt auch so sehr nichts an dem eigentlichen Geschäftsmodell verändern müssen und schon gar nicht an den eigenen Produkten. Das ist die erwartbare Conclusio und das ist so gemein und so bösartig, obwohl es genau das Gegenteil ist doch der Fall. BMW, Bosch, Mercedes, VW und wie die alle heißen, investieren jährlich bis zu 10% in ihres Umsatzes in neue Technologien. Keines dieser Unternehmen hält an Bewährtem fest. Die meisten MEMS-Chips, ja, die Prozessoren in deinem iPhone, liebe Luisa, die meisten Prozessoren sind von der Firma Bosch, weil die eben nicht an bestehenden Dieselmotoren nur festhalten, sondern eben ständig Innovationen weiterentwickeln. Mercedes, PKW, die sind komplett recycelbar, die Autos. Das Carsharing-Modell Miles, was hier überall in Berlin und Deutschland überall zu Nutzen kommt, ist von VW entwickelt worden. ShareNow hat BMW riskiert und Geld investiert und die neuen Mobilitätskonzepte entwickelt. Wie kann man nur so ignorant durch die Welt gehen?